Was passiert eigentlich im Kopf bei einer Schizophrenie? Viele haben ja schon mal davon gehört und denken sich, was war denn das? War da nicht irgendwas mit multipler Persönlichkeit? Nein. Multiple Persönlichkeitsstörung ist ein eigenes Krankheitsbild. Das bedeutet, dass jemand sich selbst sozusagen als verschiedene Person wahrnimmt, aber wenn er diese andere Person ist, das gar nicht merkt. Also das sind ja manchmal mehrere Personen auf einmal, das können sogar richtig viele sein. Das Problem ist, in jedem Hollywood-Film und überall, da wird das immer vermischt, weil das irgendwie besonders eindrücklich ist, ist aber nicht das Gleiche. Bei einer Schizophrenie handelt es sich um eine psychische Störung, wo es um Gedanken- und Wahrnehmungsstörungen geht. Also fangen wir es mal an. Ein typischer Mensch, der an einer Schizophrenie leidet, hat zum Beispiel das Problem, sich konzentrieren zu können. Ganz starke Aufmerksamkeitsstörung, das merkt man auch, wenn man mit denen spricht oder mit denen arbeitet. Und es geht sogar so weit, nicht nur, dass es irgendwie die Konzentrationsschwäche da ist, Dingen zuzuhören, sondern zum Beispiel auch selber sozusagen normal irgendwie einen Faden zu fassen und zu sagen, ich erkläre jetzt mal was in Ruhe. Die springen die ganze Zeit von einer Sache zur anderen und dann wieder an und dann wieder dann. Und sind teilweise auch so ein bisschen sozusagen von der Wahrnehmung übertrieben oder haben das Gefühl, dass sie irgendwie so, also dass das alles so ein bisschen ausufert und das wird auch teilweise dann sehr ausgeschmückt. Also das ist so ein ganz typisches Bild, wenn man sich mit Menschen mit einer Schizophrenie unterhält. Das nächste ist dann aber eben auch, dass sie die Realität nicht so richtig wahrnehmen. Also die Gedanken sind dann so, dass sie denken, ah, was ist jetzt eigentlich sozusagen, was bin noch ich und was ist sozusagen die äußere Umwelt. Typisch ist zum Beispiel, dass Menschen mit einer Schizophrenie Angst vor Strahlen haben. Dass sie irgendwie die Strahlen wirken auf mich und es gibt so kosmische Elemente, die auf mich wirken. Auch das ist dann sozusagen ein Gedankenspiel oder eine Gedankenart oder auch schon eine Wahrnehmungsstörung. Da kommen wir nämlich jetzt zum nächsten. Wahrnehmungsstörung bedeutet, kennt jeder den Begriff Halluzination. Also, dass Menschen mit einer Schizophrenie Dinge wahrnehmen, die es nicht gibt. Das können zum Beispiel Geräusche sein oder auch Stimmen oder natürlich auch mal was sehen. Aber häufig sind es eben diese Stimmen, die ihnen dann auch Befehle geben. Diese Stimmen sind meistens sehr aggressiv, sehr negativ, sehr vulgär und sagen dann eben was, sozusagen, mach dies, mach jenes, was eben sozusagen zum Schaden von der Person selbst oder von anderen führen kann. Und das ist ein ganz typisches Bild. Das ist dann auch der Moment, wo Menschen mit einer Schizophrenie sagen, okay, das belastet mich auch derart, ich brauche jetzt Hilfe. Also es ist ja immer so, dass gerade bei psychischen Erkrankungen viele Menschen sich noch nicht so richtig trauen, zum Arzt zu gehen und das mal anzusprechen, weil es irgendwie unangenehm ist und man fühlt sich dann auch gleich in irgendeine Ecke gedrängt. Aber es ist so, je früher man das eben angeht, das ganze Problem, desto besser kann man es eigentlich auch behandeln. Es ist behandelbar, das ist auch ganz wichtig. Und es gibt viele Menschen, die eine schizophrene Störung haben, damit aber gut zurechtkommen. Jetzt natürlich noch die große Frage, wer kriegt denn sowas? Da ist es so, es gibt eine erbliche Komponente, die aber nur die Veranlagung vererbt, nicht die Schizophrenie selbst. Und wenn diese Veranlagung dann mit gewissen äußeren Bedingungen, also zum Beispiel wie laufen Sachen in der Familie, was für Ereignisse erlebt der Mensch, wenn das gut zusammenpasst, also was heißt gut, wenn das dummerweise zusammenpasst, dann kann sich so eine Schizophrenie entwickeln. Also ganz, ganz wichtig, Schizophrenie hat nichts mit den multiplen Persönlichkeiten zu tun, ganz eigenes Krankheitsbild. Und wenn man aber den Eindruck hat, da ist jemand, der ist so fahrig und irgendwie so auffällig, nicht einfach nur dabei stehen und zugucken und denken, ach, das wird schon irgendwie werden, sondern diese Menschen brauchen Hilfe und können die Hilfe auch sehr gut gebrauchen und umsetzen.